Meine Haushälterin, der absolute Zölibatsverstärker. Herr Pfarrer, in dem Bett von dem Zachei flackt eine Weib, ein Frau drin. Felicitas, wir sind in einem geistigen Haus, gell? Ja, meinen Sie, das weiß ich nicht. Bin schließlich schon eine Weile länger da als wir Sie. Oder meinen Sie, ich bin plemplem, ha? Gerade weil wir in einem geistigen Haus sind, kann hier keine Unkeischheit nicht geduldet werden. Herr Pfarrer, da ist nichts nicht dahinter und schon gleich gar keine Unkeischheit nicht. Indem nämlich das Ganze eine Samaritertat gewesen ist von mir. Seien Sie Felicitas und schon ging jetzt alles auf. Das ist sie. Ja, die ist sie hier. Was die gut ausgelaufen hat. Ausgeschlafen so direkt noch nicht, eher aufgekehrt. Ja. So, aufgekehrt haben wir. So, und das ist jetzt also dein Chef, he? Von dem du mir so viel erzählt hast. Mit dem du allebei Eisenbahn spielen durst. Sankt Gott. Ja. Für die ist doch das irgendein so Drum mit ein paar Radeln unten dran. Aber für uns Wander. Das, was du da gerade in deine Hände hältst. Firmiert unter Baureihe 80 und ist eine 3 gekoppelte Tenderlok. Die Leistung liegt bei exakt 180 PS. Höchsttempo auf der geraden Stange, gerade 60 Kilometer in der Stunde. Baujahr 1901. Jawohl. Beim Luzifer. Herr Pfarrer, ich glaube, der hat jetzt da nichts verloren. Wer spielt denn da unsere Orgel? Ich habe ihm gehört von meiner, dass ich mich nicht gleich vorgestellt habe, gell? Aber der Zustand dieser Orgel hat mich gleich so konfus gemacht, gell? Ja und? Nachher? Beim Namen war man. Schleicher. Ferdinand Schleicher. Schleicher? Mir ist so, als hätte ich den Namen schon einmal gehört. Und die Legende schon einmal gesehen. Felicitas, zwecks unserer Predigt am Sonntag mit der Magdalena. Die kleine Differenz. Sollten Sie bei Ihnen einer Predigt bleiben? Streik! Es wird kein einziges Weiberleid am Sonntag in die Messe gehen. Da hat ja mal Gesicht verlieren. Zuerst wiegelt die Weiber auf und dann. Herr Pfarrer, das Einzige, was mich umstimmen kann, war ein Wunder. Ein schönes Wunder. Weil ich zu viel verlangt habe. Zahe, dein Kerzenlicht am Dorgeren. Zahe, der schreit jetzt mächtig nach einer Aufklärung. Herr Pfarrer, das sind gewissermaßen die Vorbereitungen für ein mittleres Wunder. Mittleres Wunder? Mittleres Wunder, deshalb, weil es an die ganz großen Wunder von unserem Heiland auch noch dazu war. Er weiß doch noch. Ja, ja, er weiß schon noch. Ja, nicht mithalten. Dem seine Wunder, die war schon die ganz große Kunst. Herr Pfarrer? Man hat mir hier in der Gemeinde mein Gesicht genommen. Dieses Wunder mit den Hollerkirchen heißt es. So ein Kleid. Die Leute sind ja so blöd. Dies war ein Fingerzeig von drum gegen mich. Herr Pfarrer, ich weiß, wer hinter diesem ganzen Krampfall steckt. Ja, aber. So, sind wir schreckhaft, hä? Am Internet zwecks einem schlechten Wissen, hä? Ich denke schon die ganze Zeit drüber nach, wo ich Ihnen schon mal bin ich Ihnen irgendwie bekannt, hä? Bekannt? Ja, schon. Schon? Ja. Und von wo? Ja, von wo schon, hä? Ach so, waren Sie vielleicht? Ja, ich war. Zwar nicht oft, aber ich war. Sie bringen mich nicht auf, gell, Herr Schleicher? Ich meine, uns bleibt ja nur eine ganze Nacht. Wenn mir in dieser Nacht, was Schönes geschieht, ja. Wenn ich in dieser Nacht nach allen Regeln der Kunst, ich kann euch dankbar sein. Du kennst dich doch aus, oder? Ich meine schon. Er meint also, ich soll nur einmal. Ja, was ist schon dabei? Geht dir doch dabei nichts kaputt, oder? Und jetzt? Magda, wir brauchen einen Plan. Tu dich nicht ab. Ich weiß da schon was. Was? Lass dich überraschen. Und
dir's gut geht.